Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Co-op Secret of Mana. Mit dabei... Wie immer Nagi. Wie immer der Nagi. Ja, nachdem wir in der letzten Episode eine Verschwörung aufgedeckt haben. Vom Imperium. Wollen wir mal gucken, was uns jetzt Feines erwartet. Beef. Befinden. Was ist denn mein Befinden? Mana-Kraft 0. Fast Level ab. Naja, ist ja ein Typ, der kann ja auch nicht zaubern. So. Kilano, wovor hast du denn solche Angst? Oh. Schwere Entscheidung, Schwert oder Festung? Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum mich? Warum? Warum hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht. Aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Wie denn? Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Ich? Das ist unmöglich. Ich weiß nicht warum, aber es ist unmöglich. Bin ich das? Glaub schon. Bereits steht nichts von Akaria. Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Festung zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass diese Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. Kilano, das Imperium darf auf keinen Fall die Mana-Festung reaktivieren. Stelle die Kraft deines Schwertes wieder her. Sonst sind wir alle verloren. Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Kam das nicht schon mal? Na gut. Lass mich mal ran. Ein bisschen Spucke und dann passt so. Und jetzt berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Mana mit der Samen ineinander verschmolzen. Und so, liebe Kinder, entsteht neues Leben, was dem Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Ich glaube, das ist immer noch Aquaria. Ich glaube, das ist so ein Standard-Erzähler. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Als war egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln. So. So ein Überstimme. Hier ist so eine Lanze. Sie wurde früher von Mana-Rittern benutzt. Lanze erhalten. Sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir Kraft. Das Spiel speichern? Ja. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Alles klar. So. Mana-Festung reaktiviert. Schmugen wir nochmal in den Keller rein. Oh, ein Knast. Ach, hier ist ja nichts. Hier ist bestimmt später was. Ja, ich sag doch mal Tschüssikowski.
Ich gebe dir Kraft. Noch mehr Drogen, dankeschön. Das Spiel speichern? Nein. Zunächst solltest du zum Elfenteich, bla 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 bla. Wenn ich die nicht haben kann, soll ich keine haben. So, dann mal auf zum Elfenteich. So, heißt das? Ich kann das Schwert jetzt auf... Ach nee, ich muss hier erstmal einen Zwerg finden, um es auf Level 2 aufzustufen. Jupp. Aber du kannst jetzt die Lanze auswählen. Ja, das werde ich mir jetzt auch geschmeidig tun. Welchen Charakter möchtest du denn später mainen? Tja. Gern, ja. Dann werde ich den Typen und die Schicksal spielen. Kobolden ist natürlich die Beste. Ich werde einfach ein bisschen multitasken. Also in Kombination mit der anderen Dame geht der Typ eigentlich. Pling. Pling. Zum Wupper-Kater. Alles klar, der Name klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Hier gehen wohl die Neureichen einkaufen. So ein Haus hätte ich auch gerne. Ein Überraschungsei, 5 Euro. Brauchst du etwas? Zum Beispiel? Da gäbe es einiges. Was möchtest du denn? Handeln wir interessant. Ich habe tolle Sachen im Angebot. Miau. Miau. Ja, und wie ihr schon am Preis vom Bonbon sehen könnt, ist der Wupper-Kater sich selbst treu. Er verlangt das Doppelte. Das fucking Doppelte. So macht man Geld. Eine Puschelmütze. Die will ich haben, die will ich haben, die will ich haben. Aber die ist viel zu teuer. Das legendäre Fass. Das wird später auch noch benutzt. Ich hab das gar nicht benutzt. Verkaufen? Nein. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Ja, der Wupper-Kater ist hilfreich. Er ist Segen und Fluch zugleich. Er ist an vielen Stellen, wo man denkt, hier gibt es eh nichts zu kaufen. Versteckt sich zum Beispiel in Festungen und all so ein Kram. Allerdings sind seine Preise gesalzen. Aber richtig gesalzen. Aber hey, er macht seinen Namen alle Ehre. Mogo Poche! Männlich! Bonbon ist viel. Bonbon ist viel. Ah! Oh. Oh nein! Du hinterhältiges Blumenling! Und das, meine Leute, ist, warum ich keine Blumen mehr zu machen. Ich kann sie nicht vertreiben. Hey! Hey, Hilfe! Alter Schwede, die sind aber ziemlich brutal. Was? Was soll das? Sei endlich still, du kleiner Schreihals. Wie möchtest du gekocht werden? Al dente oder eher weich gekocht? Lass mich hier raus! Nee. Du bist jung und knackig lecker. Du wirst ein Festschmaus. Hey, schnell! Die Lindenstraße fängt gleich an. Damaliger Zeit war das eine aktuelle Serie. Hey Leute, also mal nur zur Information, es gab mal, oder es gibt noch, eine Serie, die heißt Lindenstraße, läuft auf ARD oder ZDF, wie vor langer, langer Zeit, oder läuft immer noch, ist sowas wie eine deutsche Telenovela oder sowas.
Und die Menschen, die für die deutsche Übersetzung von Secret of Mana zuständig waren, dachten, es wäre vielleicht witzig, das als Gag mit einzubauen. Und hier werdet noch weitere fragwürdige Übersetzungsdetails in diesem Spiel entdecken. Nun ja, ihr wisst Bescheid, bla bla bla, Gag, 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 weiter im Text. Hey, psst, möchtest du ein L kaufen? Hey, Zwergenfutter! Was? Störe ich dich beim Baden? Sehr witzig. Okay, ich helfe dir. Mann, die hat aber einen Schwung. Natürlich. Und jetzt weg hier! Vielen Dank, aber wer bist du und was tust du hier? Ich suche jemanden, der unglaublich hübsch, sehr intelligent und einfach zum Knuddeln süß ist. Er ist genau das Gegenteil von dir. Wie bitte? Ah nein, Witz. Nein, ich suche meinen Verlobten. Er muss hier irgendwo sein. Ciao. Hey, warte doch. Sie ist in Richtung Pandoria gegangen. So, jetzt gehen wir zurück und meucheln alle Goblins. Was leider nicht möglich ist. Ich glaube, die leben unter der Brücke da. Gefahr, hungrige Goblins. Was du nicht sagst, Cheers. Das hätte mir mehr geholfen, wenn du oben gestanden wärst. Ich habe etwas bewegen sehen. Oh, wie süß! Ich habe den Namen von dem Viech vergessen. Pilzkopf. Pilzkopf. Das macht Sinn. Ja. Macht Sinn, warum nicht? Bist du ein Verwandter von Toad? Gehörst du zum Mushroom Kingdom? Wasserpalast, Quelle. Pandoria. Blume. Yeah, Level 3. Junge. Aber eine Kiste. Eine Kiste. Meine Kiste ist weg. Verdammte Scheiße. Da hab ich schon nur ein Bonbon drin. Also. Und wie wir wissen, sind wir immer noch verbannt. So, liebe Leute, das ist die Logik von Secret of Mana. Wir sind einmal nach unten rechts abgebogen, wurden über die halbe Welt geschossen und beim Wasserpalast gelandet. Und zu Fuß sind wir dann vom Wasserpalast ungefähr in 6 Metern direkt wieder in unserem alten Dorf angekommen. So geht das in der Welt auf Secret of Mana. Yep. Pusche. Da hat sie geblockt. Ah. Oh. 3 Damage kassiert. Hardcore Vibes. Word, Diggy. Nee. Okay. Da geht doch keiner mehr. Ach. Es kommt wieder in Mode irgendwann mal. Stimmt. Demnächst kommt davon ein Remake. Ich bin vergiftet, nein. Sieht aus wie ein Zombie. Ah, das waren noch Zeiten, wo das Gift nach einer Zeit aufgehört hat zu wirken. Nicht so wie in Final Fantasy, wenn du Ransom dich selber dabei umbringst. Waffen der Welt. Oh, yeah. Und wie wir sehen, die Lanze ist nicht dazu in der Lage, die Geschütze zu zerstören. Ah, danke schön. Lässt du dich etwa von einem Pogo-Puschel fertig machen? Level 1 von den Waffen ist echt schäbig. Erstmal, guck mal, wie lange der braucht, um auszuholen und zuzustechen. Sieht ja sehr stylisch aus, aber es ist hier nicht 300. Ich werde mal einen Bonbon essen. Ah. Ha.
Hershey-Bonbons. Ja, Werthers Echter. Wie heißt noch jetzt Werthers Original? Echt jetzt? Ja. Warum? Keine Ahnung. Irgendjemand fand das halt toll, das umzubenennen. So wie Ryder jetzt auch Twix heißt. Ryder? Ich erinnere mich nicht dran, wann die Ryder hießen. Früher! Oh, das muss aber schon eine Ecke her sein. Ich Ryder weiß noch. Ist jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ich weiß noch, wie ich mit 8 oder 9 immer zur Tankstelle gegangen bin, um mir Riesen zu kaufen. Einzeln. Stork-Schokolade-Riesen. Ja. Und dann 10 Jahre später habe ich das nächste Mal erst wieder einen Riesen gegessen. Und ich war dann da und war komplett sicher, dass die geschrumpft sind, also dass sie kleiner sind als damals. Ich habe natürlich nicht mit in Betracht gezogen, dass ich vielleicht gewachsen bin. Ich war nur enttäuscht. Was? Das sind doch keine Riesen, das sind Mini-Riesen. Oder Zwerge. Ach ja, Kindheit. So toll. Hat man viel mehr vom Essen. Pilzkopf ist erledigt. Ah, verdammt! Hier, ne? Kilano, voll pro, rennt von einer Falle in die nächste. Hit and run, man. Ach, wieso hau ich mich eigentlich? EXP! Ja. Das wollen die Leute auch nicht sehen. Wir sind in einem neuen Dorf angekommen. Die Musik klingt. Also es ist schon fast Pandoria-mäßig. Willkommen in Pandoria. Mir wurde gesagt, ich soll mit der gleichen Stimme reden wie alle anderen. Ich soll dich durchlassen, sobald du ankommst. Sir Victor aus Dasnica ist in der Burg. Er hat eine Audienz beim König. Ach und übrigens, sprich besser nicht mit den Menschen hier. Also das nenne ich mal Gastfreundschaft. Weißt du, was ich meine? Eine Wassermühle. Guck mal, die machen grüne Energie da drin. Vielleicht hat das ja einen Grund. Heino. Ich bin sehr sicher, da ist im Original nicht Heino. Wenn ich bloß wüsste, meine Sonne... Das ist doch mal wieder ein... Wenn ich bloß wüsste, wo meine Sonnenbrille ist. Ja, Leute, das ist wieder so ein Gag von den deutschen Übersetzern. Wenn Heino bloß wüsste, wo seine Sonnenbrille ist. Junge! Haben wir nicht gerade Faschingszeit? Ja. Was das Spiel noch? Hey, Funky Bro! Möchtest du übernachten? Mach's dir gemütlich. Das macht dann 10 Goldmünzen. Okay. Spider-Man, nein! Warum? Warum? Eines Tages werde ich dem Rätsel auf den Grund gehen. Ich brauche noch ein paar mehr Übernachtungen. Spielstand speichern, natürlich. Und schon ist die Musik anders. Und schon ist sie wieder anders. Ich glaube, die hatte fast Stopfen. Ja, hier wird wohl keiner mit uns reden. Bitte nicht stören. Was hat die gesagt? Ja. Was hat die gesagt? Bitte nicht stören. Bitte nicht stören, die Welt ist ein Polumsklo. Sieh mal einer an. So ein Mickey-Dorf und so eine Riesenburg. Die Burg ist ja größer als das Dorf. Das ist normal. Komm, wir machen jetzt einen Protest. Kein Prunk von unseren Steuergeldern. Kein Prunk von unseren Steuergeldern. Guck dir das doch mal an, Junge! Die ganzen Häuser vom Dorf würden hier reinpassen. Nieder mit der Monarchie! Nieder mit der Monarchie! Immer gegen die Wand.
Hagen und seine Truppe sind auf dem Weg in das Schloss der Hexe Tora. Viele der Bewohner und sogar einige Soldaten haben sich in Zombies verwandelt. Geil! Zombies! Ist der Zombie-Apokalypse! Um der Armee zu entkommen, habe ich mich krank gestellt. Bei uns in Pandora nennt man Leute wie mich Drückeberger. Ja, bei uns nennt man Leute wie dich Deserteure. Deserteur! Ich packe meinen Koffer und wandere aus. Das solltest du besser auch tun. Ich wohne hier gar nicht, also. Interessiert mich das ein Scheiß, Junge? Junge! So eine schöne Burg. Dies ist die Burg Pandoria. Ist nicht wahr. Es ist ein Schloss in Pandoria und es ist die Burg Pandoria. Es ist, Vor 15 Jahren hat uns das Imperium schon einmal angegriffen. Das war bestimmt Angriff der Jedi-Ritter. Das Imperium schlägt zurück. Nee, das macht's ja jetzt gerade. Mein Freund der Baum ist tot. Er starb im frühen Morgenbrot. Oh, das ist ja... Das ist ja süß. Mein Freund der Baum ist tot. Du musst das sehen. Mein Freund der Baum ist tot. Er starb im frühen Morgenrot. Nein, das ist aber nicht, das ist nicht poetisch. Mein Freund der Baum ist tot. Er starb im frühen Morgenrot. Musst du mal raussuchen und dann abspielen. Mein Freund der Baum ist tot. Er fiel im frühen Morgenrot. Die Leute bei den Ruinen tragen seltsame Masken. Ob sie besessen sind? Auch ein sehr schönes Lied. Mit der Zeit auf die Stimme. Ein sehr entspannendes Lied. Ach, das ist ja... Ich würde so gern einmal den Mana-Baum sehen. Seufzt. Seufzt. Das stand da. Die Hexe im Norden muss gewaltige Zauberkräfte haben. Die Stimme ist gut, die behalte ich. Dieses Land wird von einer Hexe verflucht worden, weißt du? Was? Dieses Land ist von einer Hexe verflucht worden. Tut mir leid, ich hab Alzheimer. Wir sind alle verloren. Alter, die Geschichte mit dem alle verloren und... Ach, das ist... Kommst du aus meinem Dorf? Hoffentlich kommt Hagen bald zurück. Er wollte mit mir spielen. Hagen das. Sir Ronald möchte, dass sie seine Tochter einen Ritter erwartet. Die Arme. Ich glaube, die sind verloren. Na Gott sei Dank heißt er Sir Ronald und nicht Sir Ronald. Der Badger ist wieder da. Niemand außer mir kann mir über mein Leben bestimmen, Vater. Hey, Zwergenfutter, sag bloß, du bist ein tapferer Ritter. Ich bin zumindest kein tapferer Schneiderlein. Du meinst wegen diesem Shirt hier? Zeig mein Penis. Deswegen denn sonst? Oh. Hör zu, heute habe ich dir geholfen. Jetzt musst du mir... helfen. Das hat aber gedauert. Wir müssen zu Dora, der Hexer, meinen verlobten Hagen befreien. Aber ich muss doch in den Lava-Tempel. Das Granaten! Hagen hat doch 5 Soldatenarmee. Auf, ich heiße Kilano. Und ich... Gib den Namen an. Gib dem Mädchen einen Namen. Brigitte? Gundel? Bertha? Nee, welchen Namen willst du haben? Was sind 6 Buchstaben? Nimm irgendeinen Neon Genesis Namen. Irgendeinen Namen, der dir gefällt. So, schieß los. Ach nee, ich muss die ja spielen. Aber erst später. Schau mal einen Namen vor.
Wie also hießen das die Rotarige nochmal? Den Namen, den du für deine Kobolde willst, den heb dir mal lieber auf. Wie könnten wir die denn mal nennen? Gott. Damals, wo ich das gespielt habe, habe ich die Figuren nach Mädchen aus meiner Klasse benannt, die ich toll fand. Asuka. Asuka. Na gut. Aber hat die nicht rote Haare? Braune. Ja und, ist doch egal. Und du hast dann trotzdem noch einen Namen für deine Koboldin? Nagi. Gut. Naja, passt. Kann ja weiblich oder männlich sein. Ups. Irgendeinen anderen Knopf. Ja. Liebe Leute, die ihr deutsch synchronisierte Animes guckt, verflucht seid ihr. Guckt lieber mit deutschen Untertiteln. Asuka und Sasuke. So wird's nur geschrieben, aber das U bleibt stumm nach dem S. Das heißt Asuka und Sasuke. Ach, wie oft wollte ich Leuten eine reindrücken, die dann gesagt haben: Oh, ich hab gestern Naruto geguckt und Sasuke, Toshi! Heißt okay. Sasuke! Dann weiß ich Asuka! 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 Bazooka! Dann heiße ich. Mädchen, Asuka, hast du denn. Hast du denn kein. Kein Selbstwertgefühl? Lässt sich einfach von mir benennen. Bitch! Ich kann laufen! Ich kann laufen! Ey! Nein! Autoplay! Kirano, ist dir aufgefallen, dass ich einen ziemlich geilen Bart habe und dass die Leute hier sehr seltsam sind? Ach, jetzt musst du drücken. Oh. Die Hexe Tura entzieht den Menschen die Lebensenergie. Sie treiben sich seit Tagen bei den Ruinen herum und reden kein Wort. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Ich glaube, diese ganze Seelenentzugssacherei hat was mit Shao Kahn zu tun. Geh nun zum Elfenteich. Unsere Partnerstadt in Tasnija ist immer eine Reise wert. Lang lebe der König. Unsere Partnerstadt in Tasnija ist eine Reise wert. Lang lebe der König. Der König. Bis vor kurzem war dies so ein friedliches Land. Du bist aus deinem Dorf vertrieben worden. Tja, dumm gelaufen. Bitch! Du solltest ja auch verschwinden. Das wäre das Beste für uns alle. Ich habe mein Volk ist verzaubert worden. Warum passiert das mir? Die Truppen, die ich zu Tura geschickt habe, wurden gefangen genommen. Es war also deine Idee, Hangtrex zu Tura zu schicken. Also, liebe Leute, wundert euch nicht, wenn dauernd die gleichen Figuren verschiedene Stimmen haben. Wir sind aber nicht so pro drin. Warum gibst du mir auch die weiblichen Charaktere? Warum kannst du für deine Hauptfigur nicht einfach eine einschwätzige Stimme nehmen? Wolltest du Hage und mich auseinanderbringen? Natürlich nicht. Wir sprechen uns noch. Bis später. Nein, das meinst du. Wir hatten doch das schon alle durch. Das ist ein Rollenspiel, man muss immer noch mal extra nachfragen. Oh Jemine, mein Volk ist verzaubert worden. Warum passiert das mir? Die Truppe, die ich Tora geschickt habe, wurde gefangen genommen. Blablabla. Ich aber ich hake das. Okay, wieder eine halbe Stunde. Ja! Vielen Dank, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben bei unserem super emotionalen Let's Play Co-op Secret of Mana. Es wird langsam richtig spannend. Oh, guck mal, die Kleine ist mit dem Schlagring angekommen. Geile Sache. Kannst du dann gleich nehmen? Zum Aufleveln. Den Schlagring, oh ja. Ja, macht soweit ziemlich Spaß. Ich bin Kilano, ich sag auf Wiedersehen. Ich sag auch auf Wiedersehen. Ich bin Agi.
Unsere Helden haben eine Mission. Der obdachlose König hat eine Hexenjagd angezettelt, um diesen Hagendingens zu retten. Oder den Zombie-Fluch zu lüften. Ist auch egal. Was für ein Lutscher. Und was wird aus den Goblins, nachdem ihr Futter während der Lindenstraße geflohen ist? Wird Lindenstraße jetzt bei den Goblins abgesetzt? Schadet es den Einschaltquoten? Und warum reden wir überhaupt darüber? All das und noch viel mehr werden wir nicht aufklären beim nächsten Mal in Zügedorf Mana Episode 3. Professionell verlaufen und schlecht geschlafen.